Ja, guten Morgen, Leute. Erstmal Entschuldigung, dass sich mein Video etwas mehr verzögert. Ihr müsst wissen, ich habe eben um Punkt 4 Uhr, etwas nach 4 Uhr, ein Video aufgenommen und es ist jetzt 4:45 Uhr. Leider habe ich eben festgestellt, dass mein Handy nur eine Minute aufgenommen hat, das andere ist leider alles nicht da, weil der Speicher fast voll war. Sonst hätte ich das Video jetzt schon hochgeladen oder hätte das hochladen können. Ist nicht schlimm, ich mache das einfach jetzt nochmal neu für euch, kein Problem, mache ich gerne. Und versuche alles nochmal so zu erzählen. Ich habe übrigens auch jetzt viel gelöscht, damit wieder Platz ist auf dem Handy. Also, ich hatte gestern Morgen, da war ich um 2 Uhr aufgestanden und ich hatte dann relativ früh erfahren, dass diese Anschläge auf diese beiden Moscheen in Neuseeland, in Christchurch, in der Stadt Christchurch eben passiert waren. Und da war ich, glaube ich, schon einer der ersten, zumindest hier in Deutschland, die davon informiert waren. Ich denke, viele Menschen haben da teilweise noch geschlafen oder wussten das noch nicht. Und ich habe einfach dieses Video dann aufgenommen. Ich hatte übrigens ein Video aufgenommen, da war ich noch nicht mit zufrieden und habe dann schnell ein zweites aufgenommen. Und ich wollte in erster Linie meine wenigen, relativ wenigen Abonnenten, ich habe ja zwei Kanäle, die man unter Deutscher Switch Planet findet, das sind beides meine. Das erkennt man an den Profilbildern, wo eben eine Katze zu sehen ist, meine Katze eben mit meiner Switch-Konsole. Ich habe dann einfach gedacht, mach ein Video für deine Abonnenten, damit die das wissen. Und hätte nie gedacht, dass das Video so viel Aufmerksamkeit bekommt und schon gar nicht, dass da so viele Aufrufe drauf kommen. Und dass ich dermaßen viele Kommentare bekomme und auch noch Abonnenten dazu bekomme. Das hatte ich alles nicht erwartet und auch nicht beabsichtigt. Mir ging es auch nicht darum, jetzt viele Aufrufe zu bekommen oder viele Likes, sondern es ging mir einfach darum, mal ein Statement auch zu diesem Thema zu machen. Ich hatte schon mal Videos gemacht mit Themen wie, wo ich gegen Artikel 13 war oder andere Videos, die auch ein bisschen kritischer waren, obwohl ich ein oder zwei, natürlich zwei Kanäle habe auf YouTube, die sich mit dem Thema Gaming beschäftigen. Und trotzdem bin ich der Meinung, zumindest kann ich das von mir sagen. Ich habe auch andere Facetten neben meinem Hobby, das ich natürlich sehr, sehr liebe. Seitdem ich Kind war, habe ich gezockt. Aber trotzdem bin ich auch ein Mensch, der sich für andere Themen interessiert, den auch andere Sachen beschäftigen tagtäglich. Mal mehr, mal weniger, der auch jeden Tag mitbekommt, was in der Welt los ist, was sich da verändert, was sich da so ereignet. Und ich nehme auch wahr, dass sich die Welt nicht nur die letzten 4 Jahre, sondern sogar die letzten 6, 7 Jahre, das fing eigentlich schon 2012, 13 an, da habe ich das gemerkt, dass sich da schon krass was verändert hat in der Welt. Und
Natürlich sagen ein paar Einzelne zu mir, wieso mal, oder ein einzelner Mensch hatte mir gesagt, er würde mich abonnieren, aber nicht mit manchen Videos. Ja, das finde ich okay und das akzeptiere ich auch, gerade auch wenn ich Videos mache aus meiner Vergangenheit, was mir da so widerfahren ist. Das gefällt auch nicht jedem. Ich sage mir, ich kann es nicht jedem recht machen. Aber ich möchte nicht nur ein reiner Gaming-Channel sein, sondern auch mal über solche Sachen quatschen, weil ich einfach merke, dass das auch gerade meine Abonnenten, also langjährigen Abonnenten sozusagen, die also schon von Anfang an dabei sind, obwohl es meine beiden Kanäle eben erst seit Silvester letzten Jahres gibt. Davor hatte ich einen Kanal, der sich auch mit Gaming beschäftigt hat, mit Pickup-Videos, mit also was ich an Games und Konsolen mir gekauft habe oder Zubehör, die sich auch mit anderen Sachen, was Gaming angeht, auseinandergesetzt hat. Auf jeden Fall, diesen Channel hatte ich letztes Jahr ab Juni, Juli, hatte den Kanal bis, ja, bis Silvester letzten Jahres, hatte dann von Juni, Juli bis Anfang September oder bis September nur ein Video da drauf. Das war mein erstes Video zum Thema Gaming und habe dann ab Anfang September bis, also von Anfang September bis Silvester letzten Jahres, also bis Silvester 2018, insgesamt 116 Videos aufgenommen und produziert. Und hatte bis Silvester letzten Jahres 27 Abonnenten und habe dann einfach diesen Kanal gelöscht, habe diese beiden Kanäle neu ins Leben gerufen, auch an Silvester letzten Jahres, weil ich einfach sehen wollte, ob ich es alleine auch schaffe, ohne die Leute, die mich vorher kannten, die mich vorher unterstützt hatten. Ich habe mir einfach gesagt, schaffst du es ohne Vitamin B? Auf jeden Fall und dann natürlich auch unterm anderen Kanalnamen für beide Kanäle. Auf dem einen Kanal streame ich übrigens nur mit zwei PlayStation 4 Konsolen, weil mir das mit der PS4 ja möglich ist, weil ich ja meinen ersten DSL-Vertrag habe. Also den allerersten DSL-Vertrag überhaupt in meinem Leben, den habe ich seit 30. November letzten Jahres, also seit 2018. Und seitdem streame ich, aber eben nur mit meinen beiden PS4-Konsolen. Auf dem Kanal, wo jetzt dieses Video drauf landet, bringe ich Pickup-Videos regelmäßig und andere Videos oder stelle Trailer vor von Games. Oder macht News-Videos, wo ich regelmäßig jede Woche über Neuigkeiten berichte, was so in der Gaming-Szene oder Games-Industrie so passiert. Ich zeige auch Sachen aus den Nintendo Directs, weil ich ein sehr, sehr großer Nintendo-Fan bin. Ich mag aber auch Microsoft, ich mag auch Sony. Bei mir können auch Leute kommen, egal welche Konsole sie besitzen. Bei mir ist jeder willkommen. Ja, auf jeden Fall tue ich seitdem Stream und leider kenne ich mich mit PCs nicht aus. Habe auch nur ganz, ganz früher einen ganz alten Rechner gehabt, aber nicht viel benutzt. Das war in den, schon vor 20 Jahren. Und also einen modernen Rechner habe ich nie gehabt aus der heutigen Zeit. Ich habe damals, glaube ich, nur Windows 98 gehabt. Also daran seht ihr, wie lange das her ist. Und
kenne mich auch mit PCs nicht großartig aus, nur mit Konsolen. Habe auch keine Capture Card, Sprichwort Elgato. Daher ist es mir im Moment nicht möglich zu streamen, also alle Konsolen, sondern eben nur mit PlayStation 4. Ich habe übrigens hier bei mir in der Wohnung oder bei mir im Haus keine Möglichkeit, mein Internet abzugraden. Das sieht so aus, ich habe nur 16.000er Leitung hier und es ist nicht mehr möglich. Daher denke ich mal, würde mir ein PC und eine Elgato da auch nichts bringen. Deshalb gehe ich her auf diesen Channel, wo dieses Video gerade läuft bei euch und filme mit dem Handy meine View ab, meine alte Wii. Oder im Moment auch meine Switch. Vielleicht mache ich nochmal Videos von Super Nintendo Spielen oder von PlayStation 3 Spielen. Ja. Auf jeden Fall filme ich die ab und ihr seht jetzt zum ersten Mal, ich habe Equipment, wo mein Handy jetzt drin ist. Das werde ich euch demnächst nochmal irgendwann in späterer Zukunft werde ich nochmal euch einige Sachen zeigen, die ich mir so angeschafft habe. Da ist einiges so am Start, also seid gespannt. So, auf jeden Fall komme ich jetzt einfach mal dazu, was ich so, das hatte ich ja angekündigt, was ich so für Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben bisher mit Moslems oder auch mit Menschen, die woanders hergekommen sind. Ganz am Anfang, wo ich in der Schule war, hatte ich eine gute Bekannte, die hieß Edda. Sie war Türkin und ich habe mich sehr, sehr gut mit ihr verstanden. Und sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass ihr Vater Gastarbeiter war und nach Deutschland ursprünglich hergekommen ist, deshalb. Und dass sie auch zu Hause Weihnachten gefeiert haben und andere Feste auch, wie die Deutschen auch. Und wir hatten noch zwei Mädchen in der Klasse, die hießen Manja und Natascha. Das waren Afroamerikaner, also wie gesagt, die kamen aus den USA. Und wir haben uns auch super verstanden. Dann hatten wir vier Kinder oder Jugendliche, die aus verschiedenen russischen Ländern kam, Anfang der 90er, wo das da war, wo sehr viele Menschen aus Russland nach Deutschland gekommen sind, die deutsche Vorfahren hatten. Da hatten wir zwei Mädchen und zwei Jungs. Dann hatten wir ein Mädchen, die kam aus Polen. Wir haben es auch super verstanden. Und dann hatte ich, dann hatten wir ein Mädchen, die kam gerade aus der ehemaligen DDR, also aus Ostdeutschland. Und ja, und da war ein Junge leider, der hat sie blöde angemacht. Und das fand ich nicht so gut, weil für mich war sie genauso Deutsche. Und da kann ich noch erzählen, ich habe mittlerweile auf YouTube drei, vier Menschen schon länger, die ich kenne, die ich mal kennengelernt habe, die aus Ostdeutschland kommen und denen ich mal was geschrieben hatte, wo ich bei einem bestimmten YouTuber im Chat bin. Da bin ich mittlerweile bald schon ein Jahr lang. Und der, in diesem Chat haben diese Ostdeutschen mir dann, wobei Ostdeutsche sage ich nicht, aber die im Osten, im Osten wohnen, die schrieben mir dann, hey, du bist ganz anders, du bist ganz anders wie die anderen Wessis. Und wenn du mal hierher kommst nach Ostdeutschland, dann bürgern wir dich ein, du bist richtig sympathisch. Und ja, seitdem schreibe ich mit diesen Jungs sehr, sehr viel. Und ja. Da habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, also mit Menschen, die in
im Osten von Deutschland wohnen. Und ja, wir haben auch in der Schule Lehrer gehabt, einen, der aus England kam. Und ich hatte in meiner Schulzeit auch einen netten Jungen, den mochte ich auch sehr gerne und er mochte mich auch. Der hieß Adnan und seine Familie kam ursprünglich aus dem Libanon und die mussten eben damals da weg, weil in den 80er Jahren bereits Bürgerkrieg war im Libanon. Wir haben uns auch sehr, sehr geschätzt. Und ja, und dann habe ich letztes Jahr ein Erlebnis gehabt. Da hatte ich nicht mehr genug Geld dabei, weil ich was ausgeben musste unterwegs. Und ich hatte zum Beispiel einen Busfahrer fragen wollen, ob er mich so mitnehmen kann, dass ich nach Hause komme, weil ich sonst keine Möglichkeit mehr hatte. Und bevor ich fragen wollte, tippte mich jemand hinten an, an die Schulter hinten und sagte, ich nenne dich, der fährt mit mir mit. Der braucht nicht bezahlen. Und ich habe dann mit ihm geredet und das war eben ein junger Moslem und ein bisschen jünger wie ich. Und ich habe mich dann bei ihm bedankt. Und ja, das war so das erste Mal. Und dann hatte ich mal auch letztes Jahr ein Erlebnis, da hatte ich einen Busfahrer mal fragen müssen. Und der sagte, nein, steig bitte aus, ich nehme dich so nicht mit. Ich weiß, dass da auch Leute das nicht gut finden, dass ich da Busfahrer so frage, aber ich finde das besser, dass man fragt, als dass man schwarz fährt. Auf jeden Fall, ich finde, Schwarzfahren ist viel, viel schlimmer. Und ich finde, die Busfahrer haben dann auch Verständnis und helfen einem dann in den meisten Fällen auch sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall, dieser Busfahrer wollte dann, dass ich aussteige, drehe mich um, plötzlich steht ein Moslem-Junge vor mir und sagt zu mir, du steigst nicht aus, du fährst schön mit mir mit, ich habe ein Ticket, da kann man mit zwei Leuten drauf fahren und ich kann jemanden mitnehmen. Wahnsinn. Und wir sind dann hinten im Bus rein und saßen uns gegenüber. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann musste er nachher aussteigen. Und ich habe zu ihm gesagt, du bist ein guter Mensch. Gott schütze dich. Und er sagte, Bruder, Gott schütze dich auch. Sehr, sehr schönes Erlebnis war das. Denke ich immer gerne dran zurück. Und dann hatte ich dieses Jahr ein Erlebnis. Da war ich einkaufen in der Nähe vom Real und ich bin ganz normal mit einem normalen Ticket gefahren. Das hatte 2,50 € gekostet. Dann aber da in diesem anderen Gebiet, wo die ganzen Geschäfte waren, da musste ich einige Zeit hinlaufen und da war dann natürlich das Ticket deutlich teurer, also über 3 Euro. Und mir fehlten ganz wenige Cent. Und ich hatte dann abends, das war schon sehr, sehr spät, und da war sehr, sehr schlechtes Wetter. Das war ich glaube, Dezember letzten Jahres. Und da hatte ich eine Deutsche gefragt, eine etwas, ja, so mittleren Alters. Und die hatte eine Brille auf. Auf jeden Fall habe ich sie gefragt, um Hilfe gebeten. Bevor ich fragen konnte, also sagen konnte, was ich wollte, sagte sie, nein, ich will nicht, dass Sie mich ansprechen, fragen Sie den anderen Herrn da. Bin ich zu den Herren hingegangen und das war auch ein Moslem und der stand gerade vor mir und schaute auf sein Handy, seine Nachrichten. Und plötzlich guckte er mich an, guckte hoch und sagte, ja, wie kann ich dir helfen? Ich sag zu ihm, können Sie mir 20 Cent vielleicht geben? Sag ich, ich bin erst hier ganz viel weiter weg mit dem Bus da angekommen. Sag ich, Sie würden mir sehr, sehr helfen, weil ich habe
Behindertenschein 70%. Und wenn Sie mir helfen würden, kann ich hier ganz bequem in den Bus einsteigen, weil ich könnte natürlich da hinten das Ticket bezahlen, habe ich genug Geld, aber es wäre hier super, wenn ich hier schon fahren könnte, müsste ich nicht so weit laufen. Und da sagt er gar nichts in dem Moment, holt sein Portemonnaie raus, macht das auf, holt Geld raus und gibt mir 50 Cent und sagt, hier hast du ein bisschen mehr, stimmt so. Und ich war sehr, sehr dankbar. Ja, das waren so meine Erfahrungen, die ich so hatte mit Leuten. Und dann hatte ich, ah ja, und dann hatte ich nochmal, da kam ich vom Flohmarkt, ich war recht müde, weil ich nachts zuvor sehr wenig geschlafen hatte, eigentlich fast gar nichts. Und plötzlich gucke ich und vor mir auf der Sitze steht ein kleiner muslimischer Junge. Der war noch zu jung, dass der zur Schule ging, also ein paar Jahre alt. Der guckte mich sehr freundlich an, breit grinsend, sehr freundlich lächelnd. Und seine Mutter, die war sehr jung, die hatte ein Kopftuch offen, also trug die. Und ja, dann habe ich mit ihr ein nettes Gespräch angefangen, einfach so, weil ich denke, dass viele Menschen, die eben nicht als Deutsche angesehen werden von den normalen Deutschen, sich auch mal freuen, wenn, sag ich mal, Deutsche wie ich, sie mit ihnen reden. Weil das haben oft auch Flüchtlinge gesagt, dass sie dann wieder lieber zurückgehen, weil sie, also auch aus Syrien teilweise, weil sie erleben in Bussen, dass keiner sich mit ihnen abgibt und dass sie das sehr, sehr seltsam finden und dann lieber wieder in ihre Heimat zurückgehen. Und dann will ich nochmal sagen, auch Flüchtlinge, jeder, der Flüchtling ist und freiwillig sein Land verlässt, da gehört schon einiges zu. Keiner verlässt seine Heimat leichtfertig oder aus Jux. Und wenn ein Mensch sein Land verlässt, dann hat das immer triftige Gründe. Und wie gesagt, jeder Mensch, der hierher kommt, egal ob Flüchtling, ob das jemand ist, der hier ein besseres Leben haben will oder der hier gerne leben möchte, kann gerne hier leben. Absolut in Ordnung. Ich bin immer der Meinung, ich bin sehr, sehr tolerant. Jeder darf seine Meinung haben und jeder darf hier leben. Ich bin nur der Meinung, wichtig immer ist, dass niemand einen anderen Schaden zufügt, sei es verbal, also indem er dem anderen was Fieses sagt, sei es auf der Straße, sei es in Kommentaren übers Internet, sei es auch mit körperlicher Gewalt. Das darf nicht sein. Ich bin tolerant mit allen Sachen. Also sei es, wer welche Konsole hat, egal wer welche Religion hat, ob das ein Christ ist, ob das ein Jude ist, ob das ein Moslem ist, ob das ein Buddhist ist, egal, ob das Mann ist, ob das Frau ist, jeder ist bei mir willkommen. Ich möchte einfach Abonnenten haben und Zuschauer, die bunt gemischt sind und mit denen Spaß haben. Und ich hatte vor ein paar Tagen ein Erlebnis, da hatte ich das Spiel The Last Guardian gestreamt auf meinem anderen Channel und da kam ein junges Mädchen, die hieß Sarah Lane und die kam aus UK, schrieb sie, also Großbritannien. Das war also die erste Frau, die mir in einem Livestream geschrieben hat, während ich live war. Und habe ich ihr auch gesagt. Und wir haben einen sehr, sehr geilen Stream gehabt.
ich und meine Zuschauer und sie. Und der Stream dauerte über 3,5 Stunden. Und eigentlich hatte ich nur eine Stunde oder 1,5 Stunden maximal eingeplant. Dann hatte ich letztes Jahr einen Zuschauer auf meinem alten Kanal, den es nicht mehr gibt. Der kam abends rein und der kam aus Kanada. Ah ja, und diese Britin, wo ich eben von geredet habe, sagte mir auch, Entschuldigung, dass mein Englisch viel besser wäre wie ihr Deutsch. Ja. Ah ja, und dann hatte ich einfach noch mal einen YouTuber letzten Monat kennengelernt, der kam aus Florida oder Kalifornien, also aus Amerika, war Amerikaner. Und der hatte mir erzählt, dass er immer abends und nachts streamt. Und zu der Zeit ging es mir nicht so gut und er hat mich sehr, sehr aufgebaut und sagte, dass er für seine Abonnenten und für seine Zuschauer eine gute Zeit machen möchte für seine Leute, weil die alle Probleme haben und weil so viel Schlimmes passiert in der Welt. Und deshalb möchte er seinen Zuschauern und Abonnenten eine gute Zeit machen. Und genau dasselbe möchte ich auch. So, ich denke einfach, ja, dass das genug ist für das Video. Jetzt habe ich es, glaube ich, im Kasten. Jetzt ist das gerade gleich, ist es 16:45 Uhr. Und dann werde ich es gleich hochladen. Und nachher werde ich streamen um 6:40 Uhr. Livestream. Und zwar Paladins. Mit meinem Kumpel Kim alias Freezy. Ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bedanken bei allen, die mein Video aufgerufen haben. Auch bei denen, die nicht so nette Kommentare gemacht haben. Und auch die, die mich disliked haben. Ich habe niemand gegenüber Hassgefühle, kenne ich nicht sowas. Bedanke mich trotzdem und bei allen Leuten auch, die mir Kommentare geschrieben haben, möchte ich mich bedanken. Und die mich auch abonniert haben und die nett mit mir geschrieben haben. Weil ich habe ja auch einige abonniert von den Leuten. Ich sage dann ciao und bin dann raus.